Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Alice, ich bin Yoga-Lehrerin, Reiki-Meisterin und ich beschäftige mich auch mit Tarotkarten. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo liebe Seele und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mache ich eine interaktive Legung. Das heißt, du darfst zwischen diesen zwei Decks wählen. Du entscheidest dich für ein Deck. Dann werde ich dir in den Kommentaren unten die Zeiten schreiben, damit du weißt, wann die erste Legung beginnt und wenn die zweite Legung beginnt. Es sind allgemeine Legungen, das heißt, vielleicht gehst du in Resonanz mit der Legung und dann, das heißt, es gibt heute eine Botschaft für dich. Und wenn du nicht in Resonanz gehst, dann, ja, dann ist es nicht deine Legung heute und dann, es ist auch in Ordnung. Also, wir starten mit der ersten Legung, das heißt, dieser Deck, den Deck werde ich jetzt auf die Seite legen und wir schauen uns an, was die Karten heute sagen, was ist die Botschaft von den Karten für den heutigen Tag. Ja, also da scheint jemand zu sein, der ein ganz komisches Gefühl hat, der sich nach hinten, der nach hinten schaut auf die Vergangenheit und hat das Gefühl, ah, das, etwas war unfair, etwas war nicht richtig, etwas ist nicht richtig gelaufen und er fühlt sich wie betrogen oder nicht gut behandelt. Und es ist eine Person, die weiß, sie hat ganz viel schon erreicht im Leben und ganz, schon viel aufgebaut. Und die Person, es ist ihr bewusst, dass er oder sie ganz viel schon erreicht hat. Und doch, es gibt ein Gefühl von Müdigkeit und von, ach, wie soll es dann weitergehen? Wie soll es dann nur weitergehen? Ich bin müde und ich bin erschöpft und ich weiß auch nicht ganz genau. Und diese Karte ist die Karte von jemand, der sich auf das konzentriert, was schlecht gelaufen ist, was nicht mehr ist. Ne, der schaut diese drei Kelchen, die einfach am Boden sind und die Flüssigkeit ist am Boden und er sieht nicht, dass hinter sich gibt es zwei Kelchen, die noch ganz voll sind. Das heißt, es ist jemand, der grübelt, der sich hinterfragt, warum ist etwas so gelaufen, wie es gelaufen ist. Die Person kann das, was passiert ist, nicht wirklich akzeptieren. Das Fokus ist so stark auf das, was schiefgelaufen ist, dass die Person nicht mal merkt, dass es doch auch etwas Gutes gibt im Leben, dass etwas auch gut funktioniert, dass etwas auch gut läuft. Es ist eine Zeit, wo du vielleicht das Gefühl hast, du möchtest etwas Neues wagen. Du möchtest die Vergangenheit hinter dir lassen und neue Wege wagen. Die Karten sagen dir ja. Lass deine Vergangenheit hinter dir. Konzentriere dich auf das, was gut ist in deinem Leben, was du alles aufgebaut hast und schreite voran. Mach den Schritt. Wage
diesen Schritt ins Neue, ins Unbekannte zu gehen. Und das, was dich erwartet dort, ist die totale Fülle. Der König der Münze, das ist der Inbegriff von Reichtum. Und nicht nur Reichtum auf der finanziellen Ebene, sondern auch ein spirituelles Reichtum, ein erfülltes Sein, eine Fülle, eine wahnsinnige Fülle, ein Ankommen. Ein Ankommen im Leben und bei sich. Die Karten sagen dir heute, hey, schau mal, du hast so viel gemacht und ja, vielleicht es ist nicht alles so gelaufen, wie du es dir gewünscht hättest. Und du hast ein komisches Gefühl, dass etwas nicht richtig gelaufen ist. Aber hör auf, dich nur auf das zu konzentrieren. Schau mal, es gibt auch Teile in deinem Leben, die ganz gut funktionieren. Dein Gefühl, dein Wunsch, etwas Neues zu wagen und das Alte zu verlassen und in etwas Neues reinzugehen. Dein Wunsch ist berechtigt und du solltest diesen Ruf folgen, weil das, was dich erwartet, ist totale Fülle. Ein Wachstum, eine Bereicherung für dein ganzes Leben, für dein Herz, für deine Seele, ein spirituelles Wachstum. Ich möchte noch eine Karte ziehen aus dem Seelenorakel und schauen wir, ob wir da eine zusätzliche Botschaft für den heutigen Tag bekommen. Hier scheint das Thema die Familie sein oder Familienbeziehungen. Es kann ein Thema sein, ein Familienthema sein, das dringend drauf wartet, dass es auch angeschaut wird. Es ist eine Einladung herauszufinden, welcher Schritt zu deiner Persönlichkeitsentwicklung notwendig ist in diesem Moment. Ich spüre jetzt einfach diese Botschaft, also wenn es hier ums Thema Beziehung geht, es ist wichtig, egal welche Entscheidungen getroffen werden, immer zu versuchen, verantwortlich mit den Leuten, mit den Beteiligten umzugehen und zu schauen, dass egal was passiert, egal welche Schritte, egal welche Veränderungen geschehen müssen oder geschehen werden, sie sollen auch in Harmonie geschehen. Also man sollte einen Wert darauf legen, dass die Harmonie, die Liebe berücksichtigt werden. Egal welche Schritte du gehst, egal welche Entscheidungen, egal welche neue Wege du beschreitest, wenn es hier jetzt um deine Familie geht oder um deine Beziehung, es ist wichtig, in Liebe zu bleiben und respektvoll gegenüber der anderen Person, gegenüber allen Leuten, die in der Situation involviert sind, um dann zu dieser Fülle kommen zu können, wenn es um Beziehungen hier geht. Und könnte sein von Beziehungen, es können aber auch Beziehungen, also auch Arbeitsbeziehungen, nicht nur Liebesbeziehungen, also egal welche Art von Vergangenheit, dass du hinter dir lässt, geh schon den neuen Weg, schreite schon neue Wege, aber bleibe aufrichtig, bleibe respektvoll, bleibe liebevoll und versuch dich vom Alten in Harmonie und in Liebe zu verabschieden, weil das schließt einen Zyklus. Und wenn ein Zyklus zu Ende geht, dann kann etwas Neues entstehen.
Und dann ist diese, das Neue, was entsteht, hat eine gute Basis, um dann erblühen zu können. Weil man hat das Alte bereinigt, man hat das Alte in Würde und in Liebe geschlossen, abgeschlossen, verabschiedet. Das ist die runde Botschaft für diese erste Legung heute. Ich hoffe, dass die Legung dir geholfen hat und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Und jetzt schauen wir uns die zweite Legung an. Hier ist die zweite Legung. Und wir fragen die Karten. Was ist die Botschaft von der zweiten Legung von heute? Ja, du bist eine Person, eine Person, die offen ist, gesellig und ehrlich, und du bist in Beziehung mit deiner Intuition, und du hast in dir eine große Kreativität. Diese Karte spricht von Wärme, von Sensualität, von Empfangen, eine warme Persönlichkeit. Jemand, der seine Qualität in die Welt trägt. Es ist auch eine Einladung, wenn diese Karte auftaucht, hol dir deine eigene Macht, bring deine Gaben, also ja, du hast deine Gaben, deine ganze Kraft, bring das alles in die Welt. Behalte es nicht für dich. Genau, und diese Karte spricht von Traurigkeit, von Verletzungen. Aber durch diese Wunden kann das Licht reinkommen. Und im Zusammenhang mit diesen anderen zwei Karten, eben diese Karte spricht von neue Wege schreiten, nach vorne gehen. Diese Karte spricht von jemand, der eine alte Situation verlässt, um etwas Neues zu wagen, um etwas Besseres zu finden. The Judgment ist wirklich diese Auferstehungskarte, etwas, was zurückkommt, aber verbessert, wie eine neue Geburt. Es ist wie ein Wachwerden, ein Neugeborenwerden. Es zeigt auch diese Karte, dass man nicht alleine ist, dass man getragen wird von den spirituellen Helfern und von unseren Guides. Es ist auch eine Einladung, vorne zu schauen. Wenn du spürst, dass etwas dich ruft, go for it. Folge deinem Herzen, folge deinem Ruf. Insgesamt können wir sagen, dass diese Legung dir sagt, hey, du hast so eine Power in dir, so eine Kraft, so eine Wärme und eine Herzlichkeit, und du bist auch ganz verbunden mit deiner Intuition. Und deswegen lass es zu, dass durch die Verletzungen, die du erlebt hast in deinem Leben, das Licht reinkommen darf. Lass es zu. Bleibe nicht, verharre nicht in der Traurigkeit oder in dem Grübeln über etwas, was dich verletzt hat oder was dir wehgetan hat. Lass es zu, dass durch diese Wunde das Licht rein darf, und geh nach vorne, schau nach vorne, geh weiter, mach weiter.
folge deinem Herzen. Du wirst danach wie neugeboren sein. Du wirst wie eine Auferstehung erleben, wo du ganz verändert wieder bei dir ankommst. Und dann kannst du wirklich dein Wirken in die Welt noch mehr bringen, noch tiefer bringen, weil du ganz viel mitgemacht hast und ganz viel aufgearbeitet hast, ganz viel von dir selber verstanden hast, ist es wie ein neues Ich, was daraus entsteht am Ende. Ich möchte noch eine Karte aus dem Seelenorakel ziehen. Diese Karte ist wirklich passend zu dieser Legung. Sie spricht von Yin und Yang, von Polaritäten. Alles enthält das Gegenteil. Das Gute enthält auch das Schlechte und das Schlechte enthält das Gute. Und es ist wie dieses Wissen in uns, dass es eine Ganzheit gibt. Und diese Ganzheit enthält alles. Die Freude und das Leiden. Die Liebe und den Hass. Diese Polaritäten sind überall und auch in uns. Und zu wissen, dass auch aus dem, was gespalten oder geteilt ist, zum Beispiel ein gebrochenes Herz oder schwankende Gefühle oder unklare Gedanken, was auch immer dein Thema jetzt ist, du weißt, dass aus dem kann etwas Ganzes werden, wenn du dafür Raum lässt. Es geht wirklich darum, das Licht in die Wunden reinzulassen, damit die Wunden geheilt werden dürfen und etwas Neues entstehen kann. Das Leben hat viele Schattierungen. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß, gut oder schlecht. Und du weißt auch, nach dem Tag kommt die Nacht und nach der Nacht kommt ein neuer Tag. Ja, die Einladung ist ganz klar. Nimm deine Power zu dir und bleibe mit deiner Intuition verbunden. Du bist geführt und getragen von deinen spirituellen Helfern. In dem Moment, wo es dir bewusst wird, dass es in deiner Macht ist, zu entscheiden, dass du das Licht in die Wunde reinlassen möchtest, dann kann das Licht strömen durch deine Wunden und daraus entsteht ein neues Ich. Entsteht ein Ich, der durch die Transformation des Lebens gegangen ist und der dann viel bewusster in der Welt ist und kann ganz bewusst dann da sein, leben und wirken. Du kannst dann wirklich deine Gaben in die Welt bringen und richtig auch andere Leute unterstützen und ein Licht auch für andere Leute sein. Ich hoffe, dass diese Legung mit dir gesprochen hat und ich wünsche dir alles, alles Liebe.